Helensiel, ja. Warte mal, welcher hat man angelehnt, den Namen? Mariensiel oder war das nochmal? Helensiel ist ein erfundener Name, ja, ja. Und es ist der zweite Vorname meiner Ehefrau. Ah. Die heißt Sabine Helene. Ja, ja. Und daraus ist Helensiel entstanden. Ah, ja, aber ja. Die Impressionen der Anlage waren, ich sag mal, glaub Mariensiel, ne? Wo ist ja ganz ganz Ziel genommen? Nee. Nee. Die Dings ist, das ist ein Mischmasch. Wo muss das ungefähr sein? So am Wattmehl? Am Rum, Sylt ist das. Sylt, ah, da. Aber auch wieder Teile, von Ostfriesland. Ja, ja. Langerode und so. Wow, jetzt müssen wir mal wie Dünhafen mal wieder anbinden. Man kann sehen, ja, ja. Ja, ne? Amrum. Von kleinen Inseln. Jetzt wollen wir mal die freudige Trinkgemeinschaft mal wieder zur Fähre bringen. Ja, wir freuen uns. Ja. Ja. So, können Sie wieder aussteigen, die Fähre zum Knick. Genau. So, machen wir mal kurz eine Pause. Ja. Da muss ich noch mehr sehen. Boot. Oh ja. Dat is net als op. Een beetje de stijl van die Noord-Duitse eilanden. Ja, ja. We hebben wel eens gefietst op Borkum en zo. Ja, ja. Ja, dat gebeurt. Misschien moet ik ook aan mijn handen, dat zou ik niet weten. Ja. Alleen daar. Geen spoorlijnen. Deze eilanden heeft ook wel een spoorlijntje gelegen. Ik denk op Kessel dan. Ik dacht juist misschien wel een koop of op een Aanland, een van beide. Maar... Barkum, daar ligt nog, is ook nog een treintje. Ja, en Boog, daar komt wel meer bezig geweest met spoorlijntjes op die. Bijna alle hebben eigenlijk wel een spoorlijntje gehad. Ja. Hinten im Wagen mit. Ja, ja, ja. Aber die haben schon so viel Dornkart getankt, keiner weiß, wer das Pferd mitgenommen hat. Und das Pferd auch dabei ist. Ja. Bevor
wir dann gleich, ich sag mal, noch ein paar Krabben essen, müssen wir erstmal ihren Magen frei machen. Deswegen fahren wir jetzt mal zum Mole, einmal die Fische füttern und dann können die auch mal was essen. Alle, die können ins Boot einsteigen und dann, okay. Steht der nur auf der Stelle, wo der keinen Kontakt hat? Ja, kann ich, ich will nämlich gleich kommen und mal erstmal wieder die Schiene saugen. Ja, ich habe hier schon mal so ein klein bisschen geputzt, weil ich die SIK vorhin mal vorgeführt habe. Die SIK, Entschuldigung, die SIK, nicht SIK, deswegen SIK. Haben Sie schon eine Niederungsschule gemacht? Ja, die ist aufgekauft worden von der Gesellschaft. Ach so, ja. Die SVG, also die Sylt'sche Verkehrsgesellschaft.